Kaum reichte der Platz, als der Güstrower Bikerverein Grey Bulls 25 Kinder aus dem Internationalen Bund zu seiner Weihnachtsfeier eingeladen hatte. Sogar der in diesen Tagen gestresste Weihnachtsmann fand noch einen Termin in seinem rappelvollen Kalender und schaute vorbei. Besonders mutige Kinder sangen ihm ein Lied oder sagten ein Gedicht auf. Reich war der Gabentisch gedeckt, wofür zahlreiche Sponsoren wie Famila, Holzmaxe, Coop oder Reifenhelm besorgt hatten. Auch die Biker hatten zusammengelegt und 23 Kinogutscheine für die IB-Kinder erworben. Die Kids bedankten sich mit Bildern von einem Ausflug in den Vogelpark Marlow, den sie im Frühjahr gemeinsam mit den Bikern unternommen hatten. IB-Bereichsleiterin Grit Pappenhagen lud die Motorradfreaks schon mal zur Feier von 25 Jahren IB in Güstrow ein, die im nächsten Jahr ansteht. Weihnachtsgeschenke für das Frauenschutzhaus, mehrere Blutspenden im Jahr und Besuche der Rollstuhl-Hockeymannschaft der Nording Bulls gehören ebenfalls zum sozialen Engagement des Vereins. Was passiert im Winter, wenn die meisten Biker ihre Maschinen abgemeldet haben? In erster Linie natürlich an den Bikes schrauben. Das, was im Sommer so anfällt, was man sich so vorgenommen hat, dann umzusetzen. Und dafür ist natürlich die Winterzeit ideal. Ne? Und natürlich feiern wir auch dementsprechend ein bisschen öfter, weil naja, wir haben ja das Jahr über immer ein paar Veranstaltungen, wo wir dann uns selber ein bisschen engagieren, und dann ist dann die Winterzeit die Zeit, wo wir auch dann mal ein bisschen selber feiern können. Und natürlich gehört dazu, die neue Saison zu planen. Da werden Termine für Ausfahrten, Touren und Besucher abgesprochen. Dabei sind auch wieder viele Veranstaltungen, die die Grey Bulls gemeinsam mit Kindern unternehmen werden.